werte Minecraft-Lebenbewohner. Also scheinbar hat jeder diesen Brief bekommen. Heute ziehe ich in die Offensive gegen die Lügenpresse und möchte Ihnen in diesem Brief meine Sicht der Dinge rund um die Presse erläutern. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Das ist mittlerweile schon die 16. und wie ihr wisst, 16 ist meine Lieblingszahl, aber heute ist Freitag der 13. Das heißt Lieblingszahl und Freitag, das beißt sich so ein bisschen. Und so, in dieser Folge, habe ich schon gesehen, haben wir Post im Briefkasten und zwar von Wolkenspieler. Der Titel lautet Die Offensive und ich möchte auch gar nicht, ich komme gleich mit dem Geschehen durch die Tür und möchte das einfach mal sagen und oh mein Gott. Oh mein Gott. Gehen Sie weg. Okay, ich muss weggehen. Die Mafia, die steht vor meinem Haus und das ist einfach schlimm, deswegen gehe ich jetzt ganz schnell hier in mein Geheimversteck. So. Gut, ich setze mich jetzt hier hin und werde jetzt das Buch lesen, okay? Okay. Die Offensive. Guten Tag, werte Minecraft-Lebenbewohner. Also, scheinbar hat jeder diesen Brief bekommen. Heute ziehe ich in die Offensive gegen die Lügenpresse und möchte Ihnen in diesem Brief meine Sicht der Dinge rund um die Presse erläutern. Warum gerade ich sie und jene andere anschreibe, liegt für mich auf der Hand. Kurz gesagt, es ist in unserer Stadt nichts mehr, so wie es einmal war. Banden bildeten sich, eine Mafia regierte und Bösewichte versuchten sich zu behaupten. Doch wieso das Ganze? Diese Frage und viele anderen sollte ich mir und viele anderen sollte ich mir die Zeit ebenfalls stellen und kam zu der festen Überzeugung, dass die Presse doch nicht so unschuldig sein sollte, wie sie sich gerne öffentlich präsentieren. Aber noch einmal zum Anfang meiner These, um euch einen kurzen Einblick in meine Sicht der Dinge zu geben. Alles beginnt im Kleinen und so beginnt auch die Geschichte der freien Unabhängigen der Presse im Hause von Herrn Bergmann. Etwas Neues, von Lügen und Intrigen befreites, für jedermann. So oder so ähnlich dachten wohl viele von uns, doch die Realität zeigte sich leider wenige Tage später. Schon kurz nach erster Veröffentlichung kamen erste Drohungen seitens der Presse gegenüber normalen Bewohnern auf. Gedroht wurde unter anderem ein schlechter Artikel oder Nachverfolgung der bösen Person. Teilweise gab es sogar unbefugte Einbrüche bei Verdächtigen, worunter auch ich inzwischen zähle. Geschrieben wird mit großen Titeln XY möchte die Stadt zerstören, der Spielermeister ist unterwegs, doch was alles stimmt wirklich an diesen Titeln? Ist es nicht eher ein Gegeneinander-Aufbringen der Personen? Beschuldigen wir im Suchen nach den Übeltätern nicht uns alle gegenseitig und möchten uns gerne im Gefängnis sehen? Bauen wir nicht, um in Sicherheit zu sein, eigene kleine Truppen auf und bekriegen uns jetzt schon gegeneinander? Versuchen wir erst gar nicht, auch andere Seiten der vermeintlich schlechten News zu sehen? All dies bestärkt meine Aussagen und sollte euch zu denken geben. Ist wirklich gut, was äußerlich gut wirkt? Oder sind wir doch unserem leichten Vertrauen zu Opfer gefallen und glauben, dass was vertrauenswürdig klingt, aber es vielleicht nicht ist? Durchleuchtet dieses abscheuliche Spiel und widersetzt euch dem leichten Glauben. Bildet euch eure eigene Meinung, aber behaltet meine Worte im Kopf. Gezeichnet Wolkenspieler. Ja, Leute, wie ihr seht, ist das eine sehr, sehr wüste Drohung. Anschuldigung, würde ich eher sagen, gegen die Presse. Denn, jetzt mal ganz kurz. Erstens, ich weiß, dass Wolken. Es ist ja so, ich unterhalte mich oft mit Herrn Wolkenspieler in öffentlichen Medien, ja. Und, in Audiokanälen. Und da ist das Problem, dass er dann manchmal sagt, ja, kommen Sie doch mit mir. Ich folge Ihnen in sein Haus. Und dann lockt er mich da wohin und sagt, ja, ich bin bei ihm eingebrochen. Sind teilweise Vorurteile und Falschstellungen, die ganz anders umgedreht werden auf seiner Seite. Das ist natürlich alles nicht wahr. Und dann finde ich es schade, dass man hier jetzt so gegen die Presse fahren muss und sagen muss, ja, das ist die Lügenpresse, wir sind dafür da, um nur die Wahrheit zu sagen. Wir sind dafür da, um zu sagen, halt, stopp,
bis hierhin und nicht weiter. Wir berichten positive als auch negative Sachen in der Zeitung. Das hat nichts damit zu tun, wer diese Person ist oder was diese Person macht. Und deshalb finde ich diese Anschuldigungen wüst. Und ich weiß, dass es erst die erste Phase war. Es wird wahrscheinlich noch ein Angriff gegen mich persönlich kommen und auch noch viel mehr gegen die Presse. Ich werde mich mit Herrn Bergmann jetzt zusammenziehen und ich werde ihm da jetzt auf jeden Fall sagen, Herr Bergmann, wir müssen reden und wir müssen einfach jetzt eine Lösung für das Ganze erfinden. Und da ich schon dabei bin, was vorzulesen, habe ich hier auch noch zwei Briefe, und zwar einmal ein Papier mit DDR. Ich muss sagen, ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, was er mir damit sagen möchte, aber ich pack's mal hier rein, damit ich Beweismittel habe. Und dann habe ich noch ein Buch, das nennt sich Dienstleistung von Endercrank. Liebe Mitbürger und Bürgerinnen von Leben, ich biete seit neuestem einen freiwilligen Dienst an, wo ich für euch Ressourcen farme. Also wenn Sie zum Beispiel ein Projekt planen, aber am Tag keine Zeit haben, die Ressourcen zu farmen, dort komme ich ins Spiel. Sie schreiben mir ein Buch, wo drin steht, was Sie haben wollen und wann. Dieses Buch tun Sie dann in meinem Briefkasten, der am Leuchtturm steht. Es würde mich freuen, wenn Sie meinen Dienst in Anspruch nehmen. Natürlich freue ich mich nach Erfüllung eines Jobs auf eine kleine Spende von Ihnen. Der Dienst steht Ihnen immer von Freitag bis Sonntag zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Endercrank. So, gut. Dann packe ich das da einfach mal hier rein. Ne, hier rein, genau. So, zack. Perfekt. Und ja, eigentlich wollte ich ja in dieser Folge kein Roleplay-mäßiges Video gestalten. Jedoch musste ich das einfach mal machen. Und ja, egal, dafür nächste Folge, wir machen das so, jetzt ganz kurz Roleplay off. Ich persönlich gebe mir sehr, sehr viel Mühe bei meinen Videos und ich glaube, mit der letzten Folge habe ich doch die Erwartungen ein bisschen höher geschraubt. Deswegen ist es okay, wenn ich manchmal auch normale Folgen bringe, wo ich was baue, wo ich euch so ein bisschen die Stadt zeige, wo ich so ein bisschen über was reden kann und dann wieder, dass es dann wieder Folgen gibt, wo es hartes Roleplay gibt. Würde mich echt freuen, wenn ihr da einen Daumen hoch lassen würdet, dass mir das zeigt. Ja, das wollt ihr gerne. Und das möchte ich euch eben auch noch zeigen. Roleplay on. So, ich habe hier nämlich vier Pferde. Leider wurde mein Esel von irgendjemandem getötet. Ich konnte aber davor noch ein Maultier züchten. Das ist quasi jetzt mein Maultier. Und so, Screenshot. Zack. Perfekt. Und wie gesagt, mein Ross Little Future bleibt natürlich immer noch meine Nummer 1. Aber was hier neben mir gebaut wird, ist natürlich sehr, sehr strange, sage ich mal. Es verbindet sich mit meinem Haus. Ich muss da schauen, ob ich vielleicht da noch eine Lösung mit Nilo finde. Flürmchen. Flürmchen ist immer hier, Herr Flürmchen. Was machen Sie denn da? Er möchte irgendwie was machen. Auf jeden Fall ist das hier der Kokiri-Wald, nur für Mitglieder. Hallo, hören Sie auf, mich zu boxen, Herr Flürmchen. Das ist doch dreist hier. Das geht so nicht. Auf jeden Fall hat hier Nilo, der war irgendwie in der Zitadelle, hat das Schwert gezogen. Und jetzt ist er irgendwie Link. Und nun hat er hier einen eigenen Wald geschaffen, sage ich mal, der sich mit meinem Haus verbindet. Und da unten entsteht irgendwie ein Dorf oder so. Auf jeden Fall sehr cool. Er möchte, dass wir sich ihm anschließen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das möchte. Also das muss ich mir noch genau überlegen, weil ich bin schließlich bei der Presse und da möchte ich mich keinem Neuling quasi so hingeben. Also was die Religion und so weiter betrifft. Da ihr wisst, dass ich ja persönlich für Armino stehe. Genau, und dann wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar, ich war gestern beim Arzt und habe mir jetzt endlich so ein... Moment, ich gehe mal hier ein bisschen so aus dem Licht. So ein Stirnband gegeben. Das hat mir auch jemand geschrieben. Ich sollte bitte zum Arzt gehen, denn diese Wunden können nur durch einen Verband gestoppt werden. Und das habe ich mal gemacht. Ich hoffe mal, in den nächsten Folgen geht meine Entzündung beim Auge ein bisschen weiter weg. Bisschen weiter weg, na klar. Ein bisschen wieder zurück. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich werde mir Mühe geben, in der nächsten Folge wieder was Cooles für euch auf die Beine zu stellen. Und vielleicht wollt ihr auch mal, dass Herr Bergmann und so weiter mit dabei ist. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut. Und ciao.